alleine zu wohnen. Da ging es aber immer vor allem um das Wohnen. Also ich habe in 6er und 9er WGs eigentlich immer gewohnt und mich da schon immer gefragt, ah, wie kann man mal aus der kleinen engen Wohnung vielleicht ein bisschen, ja, was eigentlich auch was kaufen. GmbH, also eine gemeinnützige GmbH, und die gehört, also eine GmbH hat ja mal GesellschafterInnen, denen sie sozusagen gehört, und die GesellschafterInnen sind bei uns eben tatsächlich die Projekte und der Wohnverein. Dann ist eben der Plan, die Wandelgut GmbH kauft die Immobilien, die Grundstücke und verpachtet sie dann an die Projekte, vermietet Wohnraum an die Leute, die hier wohnen, und die wiederum, also die Projekte und die hier Wohnenden, sind die Wandelgut GmbH und treffen die Entscheidung. Also alle sind gleichzeitig MieterInnen und VermieterInnen. Entscheidung getroffen, ist es das Konsentprinzip, also nicht Konsens, sondern Konsent, und das bedeutet, eine Entscheidung wird dann getroffen, wenn es keine schwerwiegenden Einwände dagegen gibt. Von der Organisationsform ist es so, dass sich die Soziokratie in Kreisen organisiert. Es gibt also nicht das Plenum, wo alle zusammenkommen. In der Soziokratie gibt es Arbeitskreise oder also Kreise, die sich um bestimmte Themen kümmern. Es ist eben immer der Versuch, möglichst viele und alle Leute zu hören, deren Meinungen mit reinzunehmen, um einfach gute Entscheidungen zu treffen, in denen viele Perspektiven mit eingeflossen sind. Und auf der anderen Seite aber nicht immer alle fragen zu müssen, sondern Entscheidungen im Zweifelsfall auch mal effektiv und schnell treffen zu können. So ein Wert, der da dahinter steht, oder im Prinzip ist immer das good enough for now, safe enough to try, also gut genug für den Moment, sicher genug, um es auszuprobieren. Das bedeutet so eine Haltung von, wir treffen einfach mal Entscheidungen, vorausgesetzt, es sind nicht riesige Risiken, also wenn die Risiken überschaubar bleiben der Entscheidung, dann treffen wir sie einfach, probieren es aus, fallen damit auf die Nase, gehen in eine Feedback-Schleife und machen es das nächste Mal besser.